Guten Tag und damit recht herzlich willkommen auf der Strecke Hamburg-Lübeck. Fahre einen Güterzug aus dem Hafen von Lübeck nach Hamburg-Wandsbek. Es gilt eine maximale Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern und PZB-Modus M. Im Bereich Lübeck kann es zu einem roten Signal kommen. Nach Nachfrage bei der Fahrdienstleitung per Tab-Taste kann dieses mit Befehl 40 überfahren werden. Okay. Heute Baureihe 145. Hinten dran relativ langer Güterzug. Stehen hier aktuell noch im Güterbahnhof bzw. im Hafen. Und ich sehe gerade, wir stehen hier relativ ungünstig. Na naja, gut. Sei es wie sei. Wir rüsten unsere Lokomotiven auf, wenn sie das nicht sogar schon sind. Zuerst einmal brauchen wir drin ein bisschen Licht. Und dann schauen wir uns erstmal hier kurz den Fahrplan an. So, wir stehen hier in Hamburg-Wandsbek. In Lübeck. Genau. Und müssen nach Hamburg-Wandsbek. Von daher sollten wir im Fahrplan mal ein Stückchen weiterblättern. So, 82 Lübeck-Hafen. Erstmal wollen wir die Nachtansicht. So, dann lassen wir das erstmal so eingestellt. Wir schalten uns natürlich auch die PZB ein. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Wir wollen heute auch mal die SIFA. Wir wollen außerdem die LZB. Und wir wollen die mittlere Zugart. Zugbeeinflussung. Einwandfrei. Des Weiteren freuen wir uns sehr Störung. Über die Brems. Art G. Aber da schaue ich lieber noch mal ganz kurz nach. Denn da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir denn in der Bremsart G fahren müssen. Oder ob das auch anderweitig möglich ist. Na gut, die Sicht ist jetzt hier so früh am Morgen noch relativ schlecht. Ja, wir belassen es bei Bremsart G. Hier einmal unser langer Güterzug. Ja, wir haben schließlich Doppeltraktion. Also auch entsprechend mehr Power. So, dann klettern wir hier einmal in die Lokomotive wieder hinein. Schließen hinter uns die Tür. Lassen aber mal noch das Fenster runter. Um dann die Motorgeräusche schön zu hören. Bei der Abfahrt. Ja, dann können wir eigentlich auch schon den Fahrtrichtungssender in die Vorwärtsstellung verlegen. Die Zugsammelschiene ist aus, das ist wunderbar. Das Display stellen wir auf die Nachtansicht. Obwohl, ne, wir nehmen die normale Fahrplanbeleuchtung. Sieht, denke ich mal, am besten aus. Dann wollen wir die AFB haben. Genau. Wir stellen die AFB schon mal auf 40 ein. Ja, dann können wir eigentlich los. Wie gesagt, wir stehen hier etwas, ja, ungewöhnlich gerade da. Aber das soll uns heute nichts ausmachen. Wir setzen uns dann mal langsam in Bewegung. Ja, da wir jetzt nicht wissen, was uns als nächstes für eine Signalstellung erwartet, relativ langsam ausfahren. Wir haben auf jeden Fall die Berechtigung, bis zum nächsten Signal zu fahren. Das hat uns die Fahrdienstleitung ja schon mitgeteilt. SIFA. SIFA. Ja, SIFA. Genau, dort ist nämlich schon ein haltzeigendes Signal. Genehmigung zum Überfahren des haltzeigenden Signals erteilt. Alles klar.
Ja, nee, die Strahler wollen wir nicht. Ja, und dort vorne müsste schon der erste Bahnsteig sein. Wenn ich nämlich nicht irre, ist es sogar der Hauptbahnhof. Ja, sieht stark danach aus. So viele Gleise hat in der Regel nur der Hauptbahnhof. Es ist wirklich ziemlich dunkel. Ist ja auch immerhin 6 Uhr in der Früh. Ja, für uns geht's an Gleis 1 entlang. Und es ist grün. Sehr schön. Dann können wir schon mal beschleunigen. Ja, einen Morgenkaffee schlürfen. Und dann freie Fahrt. Fenster zu. Und die Weiterfahrt ist dann mit 60 Stundenkilometern gestattet. Die Siefer nicht vergessen. Und weiter beschleunigen. Oh, hier drüben nochmal der sehr, sehr schöne alte Wasserturm. In dieser Rundbauform. Richtig kugelförmig. Oh, auch hier sind die Schienen sehr stark bewachsen. Wie im Dschungel. Auch von der DB. DB Cargo, um genau zu sein. Ja, der Güterbahnhof hier ist auch vollgestellt. Huch, jetzt doch nur 40. Okay. Ja, die Strecke weiß auch nicht so genau, was sie will. Erst werden 60 angekündigt, dann wieder 40. Mal schauen, was das Ausfahrtssignal sagt. Nein, SIFA sagt das nicht, das sagt 60. Okay. Aber ich denke mal, der Weichenbereich, den sollten wir trotzdem langsamer durchfahren. Oh, ich brauche mal ganz kurz hier die Beleuchtung. Also es geht gerade nicht ohne. Ja, die SIFA ist heute hartnäckig. Jetzt geht's für uns auf die Hauptstrecke raus. Und dann noch einmal auf das rechte Gleis, bitte. Wir haben hier schließlich keinen Gegengleisanzeiger, der uns die Fahrt im Gegengleis erlaubt.
Dann geht's weiter mit 60. Und später dann auch mit Streckenhöchstgeschwindigkeit. In dem Fall 90. Ja, ganze 4 Kilometer haben wir schon zurückgelegt. Jetzt auf der Hauptstrecke wird es natürlich um einiges schneller gehen. Wir sind ja bisher nur im Bahnhofs- bzw. Güterbahnhofsbereich herumgekurvt. Und hier auf der Strecke draußen wird sich das natürlich ändern. Wir dürfen weitaus höhere Geschwindigkeiten fahren. Jetzt hier gleich schon Höchstgeschwindigkeit. 120 Stundenkilometer. Und für die Strecke sind wir mit 120 eigentlich auch relativ gut dran. Stückchenweise sind hier etwas höhere Geschwindigkeiten zugelassen, aber 120 ist hier eigentlich so der Durchschnitt, würde ich sagen. So, und dann einmal. Na, volle Leistung brauchen wir gar nicht. Der Zug beschleunigt so schön. Und wir möchten auch einmal raus mit der Kamera. Und zwar in die Transporter-Position. So. Oh, komm, angebraust mit Flutlicht, könnte man sagen. Naja, immerhin. Es wird so langsam heller und heller. Wir können hier auch das Licht ein bisschen dimmen, dass wir nicht die ganze Zeit nur Fernlicht anhaben. Ja. So. So, mal gucken, was kommt uns da entgegen? Oh, von Connex. Schwerlastwagen mit Kabelrollen. Da fahren sie in den Sonnenaufgang hinein. Ich glaube, andersrum zu fahren wäre jetzt auch sehr schön. Bräuchten wir wahrscheinlich allerdings eine Sonnenbrille. Das ist wieder der Vorteil bei unserer Fahrtrichtung. Ja, bis Hamburg-Wandsbek sind es insgesamt noch 50 Kilometer. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern, ja, prasseln die auch relativ schnell runter. Schon der nächste Gegenzug. Auch eine 145, auch im Doppelpack und mit selben Wagenmaterial. Ich
Wir haben einmal die roten Wagen von DB Cargo. Das sind übrigens die Tamnitz-Wagen TAMNS. Da sieht man gar nicht, ob die beladen sind oder nicht. Ja, hier oben haben wir einen Viertel von einem Mond. Der wurde kurzfristig entfernt. Die Abrissarbeiten sind aber noch nicht abgeschlossen, von daher ist er noch teilweise zu sehen. Ja, ist ein Grafikbug. Ja, wir haben freie Fahrt. Können in Ruhe weiter über die Schiene gleiten. So, Streckenkilometer 15,4. Also kurz vor Rheinfeld. Rheinfeld-Holst. Schön fallen. Viel Verkehr hier heute. Aber mich wundert, dass uns noch keine Regionalbahnen oder ähnliches entgegenkamen. Die werden sicher noch folgen. Da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher. Es wäre so schön, wenn man hier oben die Führerstandsbeleuchtung irgendwie dimmen könnte, dass wir nicht dieses grelle Licht hätten. Dann hätte ich die gerne noch mit hinzugeschaltet. Aber die Möglichkeit haben wir leider nicht. Wir können noch mal ein bisschen lüften. So, mal die Scheiben runter. Die SIFA nicht vergessen. Ja, die Sonne könnte mal etwas schneller aufgehen, damit wir hier unser Triebfahrzeug mal noch richtig im Sonnenschein sehen. Ansonsten ist es immer so dunkel. Ja, jetzt ein bisschen Licht kommt schon. Im Gegengleis werden 60 angekündigt. Da wird also auch gleich hinzukommen. Das ist die Transmutator-Logik. Wir können ja, gemütlich weiterfahren.
Ja, wenn man vom Teufel spricht, Leistung weg und abbremsen. Bis auf 40 runter. Okay, das wäre auch geschafft. Mit 40 geht's weiter. Und dann weiterhin 40 erwarten. Jetzt hier gerade der Bahnhof von Bad Oldesloe. Was kommt denn da Schönes? Nochmal ein 145 mit Containerwagen. Wem das Szenario übrigens gefällt, das stammt mal wieder von Zugsim-Fan. Und das könnt ihr euch gerne auf der Webseite holen. Was ihr dafür braucht, auf jeden Fall die VR 145. Ihr braucht die Strecke Hamburg-Lübeck. Koblenz hier wird auf jeden Fall noch benötigt und ein paar weitere Add-ons. Die könnten aber mit großer Wahrscheinlichkeit in vielen Train Simulator-Verzeichnissen vorhanden sein. Von daher bei Interesse einfach mal nachschauen. So, ich muss mich jetzt ein bisschen wieder aufs Fahren konzentrieren. Ausfahrt mit 40. Insofern dort vorne nichts anderes signalisiert wird, und das ist ja hier auch gerade der Fall. So, da kommt ein Dosto, eine Dosto-Garnitur. Okay. Jetzt machen wir mal die Scheiben hoch. Zack. Ja, jetzt warten wir noch, bis der letzte Güterwagen hinten aus dem weichen Bereich herausgefahren ist. Und sobald dieser auch auf freier Strecke ist, kann wieder beschleunigt werden. Da wir sehen es noch, der letzte Wagen ist jetzt gleich raus in circa 2 Sekunden. Eins und zwei. Und jetzt dürfen wir gleich wieder auf die Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern beschleunigen. Und zwar jetzt. Ja, wir verlangen relativ viel Leistung von der Lokomotive. Oder von den Lokomotiven werden. Muss man ja sagen, ist ja Doppeltraktion. Da sehen wir außen sogar kleinere Abnutzungsspuren. Hier vorne schön imitiert. Hat sich VR mal wieder richtig ins Zeug gelegt.
genau, hier können wir sogar noch die Blenden runter machen. Ja, wir wollen es nicht übertreiben. Lass mal so. Ja, die sie auch nicht vergessen. Das ist immer so die Sache, wenn man sich dann mal spontan dazu entscheidet, mit SIFA zu fahren. Ich glaube, die Güterwagen sind mir in der Realität auch noch nie unter die Nase gekommen. Die habe ich so noch gar nicht gesehen. Lediglich auf Bildern, hier im Train Simulator und auf Videos. Sehr lange gerade Strecken hier. Da kann man sich das schon mal erlauben, so lange in der Außensicht zu bleiben. In der Regel muss man ja damit rechnen, hinter jeder Kurve ein gelbes bzw. Langsamfahrt ankündigen, um das Signal zu erwarten. Hier oben sehen wir wieder schön die Ausgestaltung der Oberleitung. Haben sie also auch drauf geachtet. So, aber ich vermute mal, wir müssen gleich wieder mit der Geschwindigkeit runter. Na genau. 100er Stelle Ankündigung kommt. Leistung ist weg. Wir gehen in die erste Bremsstellung. Ich merke es auch an der Stelle wieder an, da würde in der Realität kaum etwas passieren. Also wir würden nicht so eine starke Bremswirkung erzielen, wie das hier im Train Simulator ist. Ja, welchen schönen Bahnhof haben wir hier? Von Barkte Heide. Ja, da geht's auch relativ rasch durch. Ein paar Personen am Bahnsteig. So, und wieder 120.
Die Lokomotive beschleunigt dann wieder selbstständig und regelt dann ab, wenn die Geschwindigkeit erreicht ist. Ja, das sind die Vorteile der AFB. Ja, auf die SIFA muss ich selbst achten. Das übernimmt die AFB natürlich nicht. Die SIFA möchte immer vom Triebfahrzeugführer kontrolliert werden. Oder mit Eingaben gefüttert. In unserem Fall wahrscheinlich hier mit einem Fußtritt eigentlich. Weil wir da unten das SIFA-Pedal für. Um uns quasi als anwesend und wach zu kennzeichnen. Das System bekommt das dann mit und würden wir es nicht machen, würde eine Zwangsbremsung ausgelöst werden. Also der Zug würde selbstständig auf 0 runterbremsen. Und dort vorne leuchtet auch wieder ein Signal mit Gelb. In dem Fall hier für Langsamfahrt. Jo. Auf 60 runter. Jo, da kommt Signal. Dann freie Fahrt erwarten. Okidoki. So, wir sind im Streckenkilometer 41, das heißt kurz vor Ahrensburg. Da sehen wir hier unten immer schön im Fahrplan. Durch Ahrensburg-Gartenholz sind wir bereits durchgefahren. Wir fahren hier ja an aufsteigenden Hektometertafeln entlang. So, und dann können wir auch wieder beschleunigen. Ja, SIFA ist doch gut. So. Hm?
Na, jetzt. Der Zug auf schön langsam erhöhen. Wir wollen natürlich hier nicht, dass es zur Zugtrennung kommt. Durch einen Zughakenriss oder irgendein anderes Problem. Das Ganze hier schön langsam machen. Und nicht ruckartig. Ist quasi vergleichbar wie mit dem Autofahren, dann lässt man ja schließlich die Kupplung auch nicht schnippen. Auch wenn man das dann während der Fahrt mit etwas mehr Geschwindigkeit quasi ja, aus- oder einkuppeln lassen kann. Aber ähnlich verhält es sich natürlich auch hier beim Zug. Wir gehen hier relativ feinfühlig mit der Zugkraft um. Ja, im Schein der aufgehenden Sonne fahren wir in Richtung Hamburg, die schöne Hansestadt. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke den Unterschied zwischen Doppeltraktion und Einfachtraktion ziemlich stark. Vor allem natürlich, was das Beschleunigen angeht. Da ist viel mehr Power da. So, dann hätten wir Rahlstedt, Tondern und Wandsbek. Da sind wir schon fast da. Na genau, 11 Kilometer noch. Fast geschafft. Und schon langsam fort. Alles klar. Zack. Bremssteuerung G ist halt etwas langsamer, was es Füllen angeht und auch was es Lösen angeht. Also 40 zu erwarten. Oh ja, das geht hier ein bisschen flotter jetzt. So. Ja, leicht angezogen muss er noch bleiben. Wir dürfen schließlich mit 40 nur einfahren. Obwohl ich glaube, dass gleich wieder eine Kennziffer am Signal stehen wird. Die uns wahrscheinlich einfach mit 60 oder ähnlichem erlaubt. Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich nur mit 40, okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ach, okay, es geht für uns ins Nebengleis. Wir dürfen nicht auf dem Hauptgleis bleiben. Wahrscheinlich haben wir eine Zugüberholung abzuwarten. Oder wir werden direkt über eine andere Strecke geleitet. Oder einen anderen Fahrweg. Es könnte natürlich sein, dass die oder das dritte Gleis hier extra mit angebunden ist. Wir haben auch gleich zu sehen bekommen. Aber auch dort steht schon wieder eine Geschwindigkeitsherabsenkungstafel dran. Obwohl, wenn wir hier nur mit 40 einfahren dürfen, wieso dann die 60er Tafel? Das verstehe ich jetzt irgendwo nicht, aber okay. Verkürzter Signalabstand. Zugbeeinflussung. Okay, möchte nicht quittiert werden, das Signal.
Und dann halt erwarten. Na, da wollen wir mal gucken, was uns überholen wird. Ich tippe auf eine ECE. Aber zu meinem Pech wird es bestimmt eh eine Regionalbahn sein oder ähnliches. So, Weiterfahrt mit 60 und halt erwarten. Hä? Wieso hatten wir uns dann übers Ausweichgleis geleitet? Verstehe ich jetzt auch nicht. Okay. Hinterfrage ich an der Stelle nicht weiter. Dann wird gleich der 500er Leuchtmelder angehen, insofern das Signal damit ausgestattet ist. Die Dame geht mal bitte vom Bahnsteigrand weg und der Herr dahinter auch. So, jetzt schön nah ans Signal ran. Auf jeden Fall kommt uns dort vorne etwas entgegen. Vielleicht kommt der Zug auch auf unserem Gleis, von ihm also aus im Gegengleis. Und wir haben deswegen Rot, das könnte natürlich auch noch sein. Aber das sieht mir eher weniger aus wie eine Fahrt im Gegengleis. Das ist nämlich für den das richtige Gleis. In Fahrtrichtung natürlich. So, schön hier neben uns vorbeigezogen. 648, genau, nach Ahrensburg. Die RE8. Ah, okay, wir fahren im Gegengleis. Deswegen. Wir lösen die Bremse. Hier oben der Gegengleisanzeiger. Weiterfahrt mit 40. Und freie Fahrt erwarten. Die Ausfahrt erstmal noch mit 25 Stundenkilometern. So lange, bis der 500 Hertz Leuchtmelder hier unten erloschen ist. Okay, ist erloschen. Da schlängelt sich unser Güterzug durch die Weichen hindurch. Und wenn der dann aus dem Weichenbereich hinaus ist, kann mit höherer Geschwindigkeit gefahren werden. Also es ist auch wieder kurios, wieso es für uns ins Nebengleis geht. Vielleicht weil der Abzweig dann nur über das Gegengleis erreichbar ist, das könnte ich mir vorstellen. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. So. Wieder hoch mit der Leistung. Ja, ca. 10% unserer Leistung haben wir wieder zurückgespeist. Die letzten 6 Kilometer schaffen wir auch noch.
Sehr schön auch hier wieder zu hören, das Fahrmotorgeräusch. Ja, mit zunehmender Geschwindigkeit und zunehmender Leistung werden natürlich diese auch lauter. Wie bei allen Maschinen eigentlich. Wieso erstellen die Streckenersteller Bahnsteige, wo die Personen tatsächlich im Simulator jedes Mal so nah bis ans Gleis rantreten? Das frage ich mich. Okay, verkürzter Bremsweg, da müssen wir etwas stärker an die Eisen gehen. Und vor allen Dingen etwas früher. Auf 60 runter. Zugbeeinflussung. So. Das kleine bisschen machen wir der E-Bremse. Wir ziehen auch nicht zu stark dran. So. Weiterfahren mit 60 und 40 erwarten. Ja, für uns dann doch eher bald sogar Halt, da wir irgendwann noch anhalten müssen. Wir gehen schon mal runter mit der Geschwindigkeit. Ja, und jetzt auch gegen Ende hin der Fahrt wird's etwas heller. Am Anfang war es ja ziemlich dunkel, muss man wirklich sagen. Es war relativ krass eigentlich. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Im Norden Deutschlands wird's ja in der Regel etwas eher hell, in Anführungszeichen.